Es weckt schreckliche Erinnerungen zu sehen, wie ein Mensch stirbt. Gefühle, die ich versuche zu verdrängen. Ich denke dabei an diese unglaubliche Ungerechtigkeit. Ich habe gedacht, in Deutschland wäre es viel besser, aber leider habe ich festgestellt, dass es hier ähnliche Probleme gibt. Und jetzt, wo wir die Aufmerksamkeit haben, müssen wir die Chance nutzen, um wirklich viel zu bewegen. Wenn die Leute mich fragen, ob Rassismus ein strukturelles Problem ist in diesem Land, geht es ihnen eigentlich darum, dass sie auf Einzelfälle aufmerksam machen möchten. Ich sehe strukturellen Rassismus überall in Deutschland. Ich habe von meinen Rassismuserfahrungen erzählt in diesem Land. Mein Vater hat schon von seinen Rassismuserfahrungen in diesem Land erzählt. Mein Großvater. In Büros sehr oft, in Behörden, in der Schule, im Kindergarten. Als ich in der Grundschule war und eigentlich eine Gymnasiumempfehlung hatte, hat meine Lehrerin mich überredet, auf die Realschule zu gehen, weil sie meinte, ich würde es nicht schaffen. Rassismus wirkt sich eben für diejenigen, die betroffen sind, nicht nur in der individuellen Interaktion aus, sondern eben auch in der Interaktion mit den VertreterInnen von Institutionen wie Polizisten. Aber es ist nicht nur ein Problem der Polizei, sondern auch generell, wenn schwarze Menschen sich auf Wohnungen bewerben. Was wir wollen, sind strukturelle Veränderungen. Dass eben struktureller Rassismus sich nicht mehr auf die Lebenschancen und das Erfüllen des eigenen Potenzials auswirken. Racial Profiling. Eigentlich verboten laut dem deutschen Grundgesetz, aber es gibt manchmal Situationen, wo die Polizei Racial Profiling trotzdem machen kann. Verdachtsunabhängige Kontrollen müssen abgeschafft werden, da sie immer wieder dazu führen, dass People of Color unter Generalverdacht gestellt werden. Wir sprechen selten darüber, was es mit den Betroffenen macht, wenn sie regelmäßig angehalten werden, regelmäßig auch beschämt werden. Ich persönlich habe schon mal Racial Profiling erlebt und das hat meine ganze Perspektive geändert. Immer noch frage ich mich, wenn ich die Polizei sehe, wie wird diese Person jetzt mit mir umgehen? Wenn Menschen Opfer von Racial Profiling werden, gibt es erschreckend wenige Möglichkeiten, die sie haben, um dagegen anzugehen. Ich glaube, selbst wenn ich bei der Polizei gewesen wäre und mich beschwert hätte, hätte es nichts gebracht, da ich ja als einzige Zeugin gegen zwei Polizisten ausgesagt hätte. Ich bin nicht gegen die Polizei vorgegangen, weil ich einfach nicht diese Kraft hatte, das alles wieder zu durchleben. Deswegen ist es umso wichtiger, unabhängige Beschwerdestellen zu haben. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass unabhängige Organisationen vom Bund viel, viel mehr Unterstützung bekommen. Sie machen unglaublich wichtige Arbeit und stehen schwarzen Menschen, People of Color, bei, wenn der Staat versagt. Wir schwarze Menschen sagen, dass man dieses Wort nicht mehr sagen darf. Wenn du nachschaust, was dieses N-Wort wirklich bedeutet und dich mit der Geschichte auseinandersetzt, dann solltest du nicht wollen, dass du ein anderes Lebewesen mit diesem Wort betitelst. Einfach zu sagen, aber es ist nur ein Wort, wäre einfach falsch. Und wer es benutzt, muss sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, er oder sie sei rassistisch. Also wenn ich an das N-Wort denke, dann denke ich an Ware. Das waren keine Menschen, die hatten keine Gefühle, keine Seelen, keine Hoffnungen, keine Träume. Ich finde es richtig, dass das N-Wort als rassistische Beleidigung anerkannt werden soll. Es gibt schwarze Menschen dann auch eine Option, so gesehen, rechtlich dagegen vorzugehen. Ich fordere, dass wir uns mit dem deutschen Kolonialismus im Schulalltag auseinandersetzen, da dort die Basis des Rassismus liegt. Nur so können wir ihn aufarbeiten. Ich finde, es ist wichtig, die schwarze Geschichte in deutschen Schulen zu erzählen, weil unsere Geschichte fängt nicht mit Sklaverei an. Wir sind davor schon da gewesen. Ich habe während meiner Schulzeit überhaupt gar nichts über die deutsche Kolonialgeschichte gelernt. Ich habe nicht gelernt, dass auch Europa daran beteiligt war. Dass dieses Kapitel ausgelassen wird, zeigt halt einfach dieses kollektive Leugnen davon, dass Deutschland eine der mächtigsten Kolonialmächte überhaupt war. Wenn man weiß, was für tolle Sachen afrikanische Menschen schon geleistet haben und das in der Schule lernt, kann man gewisse Vorurteile abbauen. Das hilft dabei, schwarzes Leben in Deutschland zu normalisieren. Ich wünsche mir, dass weiße Menschen sich solidarisch zeigen mit den Freiheitskämpfen von People of Color und schwarzen Menschen. Von der weißen Mehrheitsgesellschaft fordere ich vor allem, dass sie sich mit ihrem eigenen Weißsein auseinandersetzen. Erstmal selber reflektieren, was es denn bedeutet, in dieser Gesellschaft weiß zu sein, welche Privilegien damit einhergehen. Nicht einfach nur auf Social Media posten, sondern dass sie aktiv auf Demos gehen, dass sie Petitionen unterschreiben. Richtig zuhören und lernen, was uns bewegt. Wenn die beste Freundin eine rassistische Aussage tätigt, wäre es sehr, sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht mehr klar geht. Wieso greift man nicht ein, wenn jemand im Bus rassistisch beleidigt wird? Wieso sind dann alle leise und schauen aus dem Fenster raus? Zivilcourage zeigen. Wenn Unternehmen rassistische Handlungen
tätigen, eine rassistische Werbung haben, dass wir unsere Kaufkraft nutzen und diese Unternehmen nicht mehr unterstützen oder gar boykottieren. Es ist einfach an der Zeit, dass sich was ändert. Und wenn wir wirklich etwas dagegen machen wollen, dann brauchen wir quasi eine Revolution. Es wird nicht leicht sein. Wir müssen diese Gesellschaft komplett verändern. Was machst du gegen Rassismus? Schreib's in die Kommentare. Hier findest du noch ein weiteres Video von Deutschland 3000. Hier findest du noch ein Video vom Funknetzwerk. Und hier kannst du abonnieren.